Ach ja, was für ein herrlicher Sonnenuntergang. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rising World. Da sind wir wieder. So, sehr schön. Ganz kurz in der Maus zurechtfinden hier. Ja, nachdem mir jetzt die drei Aufnahmen kaputt gegangen sind, also mehr oder weniger kaputt gegangen sind, ich habe das ja nachgesprochen, hatte ich ja erwähnt, geht jetzt auch gleich weiter. Wir hatten eine Menge schon gebaut und bla und bli und blo und... Ich komme mir gerade so hoch vor bei dem Spiel. Bei dem Spiel bist du ja 3 Block hoch, deswegen komme ich mir so seltsam vor. Weil ich gerade noch Minecraft gespielt habe. Egal. Wir wollen natürlich jetzt erstmal ordentlich losfarmen. Und es wäre vielleicht ganz klug, wenn ich dabei Musik angemacht hätte. Kleiner Moment. Flupp. Ja, super, habe ich nur die Hälfte erwischt. Ja, ich bin Profi. Hat man, merkt man, gell? Wiedergabe. Das ist zu laut. So. Und da sind wir auch schon wieder. So, jetzt noch schnell den Ton lauter stellen bei mir. So. Tada. Hallo. Jetzt ist das Spiel. Hallo? Weil dieses behinderte Fraps im Hintergrund jetzt an ist, kann ich jetzt nicht... Jetzt geht's. Ach Mann. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich weiß, Profi am Werk. Mir wurde ein Tipp geschrieben, und zwar hieß es, wenn ich auf den fallenden Baum weiter drauf einschlage, dann verfällt er sofort. Das will ich mal probieren. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich hätte gerne eine Animation, dass man sieht, wie weit der Baum eigentlich schon ist. Das wäre eine coole Idee. Das hat irgendwie nicht geklappt. Na gut, dann halt nicht. Lalalala. So, krabbeln wir mal den Spaß im Abs. So, klack, klack. Klack, klack, klack. Und weg damit. Super. Wir wollen ja noch ein bisschen hier was abernten. Wir brauchen ja noch ein bisschen Holz. Ich weiß, es ist das tiefste. Ne? Wir müssen es eigentlich... Wisst ihr was? Eigentlich müssen wir es realistisch halten. Wir versuchen mal in dem Spiel so viel Realismus wie möglich reinzubringen. Einfach, weil wir es können... Und wir schlafen nachts einfach mal. So. Wir schlafen nachts einfach mal. Wir können doch eventuell das, was wir gerade noch haben, können wir noch verarbeiten. Wie viel Holz haben wir denn momentan? Wir haben momentan 7. Na gut, das ist nicht so viel. Was brauchen wir als nächstes? Wir bräuchten als nächstes auf jeden Fall... Ah, dieses Holz, das heißt, wir müssten zur Werkbank runter. Und brauchen noch das da. Okay. Holzplanken. Ich bräuchte... Sind das die gewesen? Ne, das sind die, gell? Haben wir 2 davon. Ich hoffe, das sind die richtigen. Okay, die 5. Super, dann können wir uns hier nämlich... schon mal ein wenig das Zimmer fertig bauen. Hier brauche ich eh kein Fenster, das ist... Achso, jetzt sind wir schon fertig, okay. Dann können wir mal ganz kurz den hier auf die 5 legen und können dann hier weitermachen. So, da sind wir hier zumindest schon mal fertig. Das andere ist Holz, gell? Shit! Mist! Ihr könnt das bitte lassen, das ist jetzt auch unwichtig. Da können wir dann später gucken, dass wir das nochmal umändern. Ja. Na gut. Dann legen wir ab hin. So, Tür zu. Und schlafen. Wunderschöne Bilder da. Mir gefällt ja persönlich die Rechte am besten. Obwohl ich eigentlich gar nicht so der Typ für blond bin. Ich mag eher dunklere Haarfarben. Aber egal. So. Es geht ja hier nicht darum, welche Haarfarbe ich gut finde. Das ist ein Apfelbaum, oder? Das ist doch hundertprozentig ein Apfelbaum. Das will ich jetzt mal rausfinden hier. Komm, gib mal her, der Apfel. Vielleicht, wenn wir mit einer Axt draufschlagen würden, würde es schneller. Ich probiere das mal mit der Axt jetzt mal ganz kurz. Ob das mit der Axt vielleicht funktioniert. So. Hopp. 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 Das geht viel schneller. Oder war das lag das an dem Baum?
Ich weiß es nicht. Und da liegt auch ein Apfel. Juhu, haben wir einen Apfel gefunden, endlich. So, hier. Hopp, hopp, hopp. Mal schauen, ob das mit dem schneller geht. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, es sagt nur an der Größe des Baums sitze. Ich hätte aber gerne noch einen Apfel. Die sind doch nicht alle hier runtergerollt, oder? Äpfel? Das war doch nicht nur einer. War das nur einer? Joker LP spielt MW2. Boah, habe ich schon lange nicht mehr gespielt. MW2? Boah, krass. Das ist hart. Das ist hart. Wir bekommen langsam ein wenig Hunger. Ich muss... Irgendwie funktioniert das nicht ganz. Ich weiß nicht, wie er das gemeint hat, dass man, wenn man auf den Baum draufschlägt, weiter zerfällt er sofort. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht hat er auch einen Bug rausgefunden irgendwie, dass ich den falsch nutze, aber... Ja, Bugs möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht nutzen. Ach, hier sind noch welche. Das ist ja super. Und da haben wir auch noch einen schönen stattlichen Baum. Rutsche ich gerade in den Baum rein? Das wäre jetzt ein bisschen uncool, ne? Der Wind treibt mich, glaube ich, gerade so ein bisschen hin und her. Keine Ahnung, was er meint. Irgendwie funktioniert es nicht. Boah, da kam eine Menge... Alter, da kam eine Menge Holz raus gerade. Da kam eine Menge Holz raus. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Interessant. Okay, gehen wir mal kurz ins Tal runter. Ich möchte mich im Tal mal gucken, ob wir da vielleicht ein paar Schweinchen finden, damit wir was grillen können. Das haben wir ja einmal gemacht und ich würde es gerne nochmal zeigen, wie es richtig geht. Oh, Melone. Und Melonen kann man dabei auch sammeln. Und da haben wir schon das erste Schweinchen. Und da gehen wir mit der Axt drauf. Komm her, Schwein! Attacke! So. Inventar. Ziehen wir uns den Schinken. Ziehen wir uns den Schinken mal rüber. Und verbuddeln das Schwein. Anständig, wie wir sind. Und da sehe ich gerade da drüben. Was ist das denn? Blumen? Das ist doch hier eine ziemlich krasse Wand. Theoretisch gesehen müsste ich mich da einfach durchgraben können. Nur mal so testweise. Müsste doch alles Stein sein, oder? Weil dann könnte man theoretisch auch hier graben. Das wäre natürlich auch eine Sache. Da müsste man nicht immer direkt in die Höhle runter. Man könnte sich aussuchen, entweder man klebt an der Wand oder an der Höhle. Man könnte hier dann später irgendwas reinzimmern noch. Das wäre auch eine Option. Das ist ja auch ein cooler Höhleneingang, gell? Wenn man, warte, wenn man das hier noch wegmacht. Könnte man sich rein theoretisch seinen eigenen Stollen so ein bisschen machen. Ich gehe mal jetzt auf... E war es, gell, genau. Crafting, kleine Feuerstelle, Rohstoffe, wir könnten uns Lichter, Fackeln. Ja, aber dazu viele Stöcke. Also rein theoretisch kann man die Fackeln ja benutzen, ne? Und soll die auch aufhängen können. Ich weiß aber immer... noch nicht, wie das gehen soll. Ich drücke halt hier jede Taste durch, die ich finde, also seid gewiss, dass ich da nichts verpasse gerade. Der springt gerade, oder wie? Ich habe keine Ahnung, wie das mit der Fackel funktionieren soll. Ich esse mal kurz einen Apfel. Es war nur einer. Achso, wir haben nur einen gehabt, okay. Habe ich halt gewundert. Hä, wieso ist der nicht weiter? So, dann essen wir nochmal ganz kurz die Melone, die eine. Können uns den Rest dann hierher packen. Hallo, die Melone. So. Und dann müssen wir mal ganz kurz bei Crafting uns dann doch mal eine Feuerstelle machen. Machen wir uns mal drei, da können wir die immer, wenn wir die brauchen, hier reinstellen. Jetzt stelle ich mir einfach mal da rein. Und dann graben wir einfach mal ein Dings weiter. Scheiße, ich
Schaden kriegen wir momentan ja sowieso noch nicht vom Feuer, deswegen ist es nicht so wichtig, wenn es im Weg steht. Obwohl ich schon gerne, ich muss sagen, ich würde es gerne, ich möchte die Bugs nicht so ausnutzen. Ich würde es gerne wirklich realistisch gestalten. Deswegen grabe ich mir einfach mal hier so eine kleine Kuhle um das Feuer herum. Sagen wir mal als Eingang so. Kann man ja machen. Der Stein kriegt man so oder so, von daher ist ja egal, wo man dann abkrabbeln. Schauen wir mal, ob es da reinkommt so. Hier ist vielleicht noch ein bisschen wenig. Oh, so war das nicht geplant. So. Tada, lalala. Ich bin gerade ein bisschen überlegen, wie ich die Höhle am besten aus... Ob das so gut aussieht jetzt? Das sieht natürlich ein bisschen komisch aus mit dem Loch da oben drin jetzt, aber ist ja auch egal. So. Und dann könnte man einfach sagen, hier okay, wir graben jetzt hier weiter in die Tiefe oder in geradeaus, wie auch immer man das gerne hätte. Ich glaube, ich einfach mal geradeaus, glaube ich. Könnte auch sein, dass ich tiefer grabe, ich weiß es nicht. Ich verliere gerade hier drin irgendwie so ein bisschen die Orientierung. Was denn? Ja, ich habe auch gerade nach einem Update geschaut. Ja, mit einem Satz, den Satz unterbrochen, sehr schön. Ich habe gerade auch nach einem Update geschaut. Und zwar habe ich leider nichts gefunden. Ich fände es wirklich geil, wenn die Leute hier sich ein bisschen bei The Forest vielleicht abgucken könnten. Das fände ich mega nice. Zum Beispiel so Kleinigkeiten wie so ein Update-Ticker. Dass da steht, okay, das nächste Update kommt in 25 Tagen raus. Keine Ahnung, muss ja nicht lang dauern. Muss ja, kann ja ruhig lang dauern oder länger dauern. Aber dass man weiß, okay, da kommt ein Update, weißt du, da ist was geplant. Denn, dass man sieht, okay, da kommt was. Dann denkt man sich so, ja, cool, die machen was dran. Und das wäre schon ein großer Fortschritt, muss ich sagen. So, tue ich mal hier gerade zwei reingraben. Dann machen wir das einfach mal so. Dass wir hier jetzt eine Feuerstelle platzieren. Die sozusagen als Fackel dient. Sind die geilsten Fackeln ever. Wir werden uns an diesen Tag erinnern. So. Wir haben erstmal fleißig Steine weiter ab. Wir brauchen den ja auf jeden Fall. Wir könnten uns eigentlich mal einen Hochofen machen dann, gell? Wie haben wir dann Moment? Das sollte, das reicht sogar schon für einen Hochofen. Aber dann bräuchte man natürlich noch was zu bauen. Die Stelle hier ist komisch. Da muss ich als erfahrener Minenbauer nochmal ran. Das konnte ich so nicht abliefern. Obwohl die Musik eher wildwestlich klingt, habe ich jetzt im Minenbauerisch gesprochen. Und ich hatte auch gerade überlegt, muss ich sagen, ob was ich jetzt überhaupt aufnehme. Es ist gerade 22.30 Uhr nachts. Und ich habe überlegt, was ich jetzt aufnehme, weil ich habe ja morgen frei seit 13 Tagen mal wieder. Juhu. Und, da habe ich natürlich morgen eine ganze Menge aufzunehmen. Und da habe ich überlegt, ob ich jetzt vielleicht Binding of Isaac aufnehme. Oder ob ich jetzt das aufnehme. Minecraft habe ich noch genug, das brauche ich nicht. Forest kann ich nicht, weil Forest das Update momentan noch kommt. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig platziert worden, das Feuer. So, jetzt macht's mehr Licht. Könnte man hier oben vielleicht auch machen. Dann sieht das ja alles etwas freundlicher aus. Ist doch geil. Ist so ein richtiges Tripping-Mine in dem Spiel hier. Eigentlich nur, um einfach mal Erde zu farmen. Und zu wissen dann vielleicht, wie tief das überhaupt runtergeht. Man weiß das ja gar nicht. Also ich weiß das nicht, wie tief das hier runtergeht. Ob es hier vielleicht irgendwann ein Ende gibt. Ob man aus der Welt vielleicht rausfällt irgendwann. Das kann ich so ja noch gar nicht sagen. Wir sind unter der Mine und ziehen eine Mine.
Ich will doch nicht zu lange farmen. Ich will in den ersten Folgen ja gerade noch ein bisschen viel vom Spiel zeigen, vom Bau. Vom Bauing des Spiels, deutschlich korrekt. Ich finde es auch schade, dass die Spitzhacke nicht kaputt gehen, muss ich sagen. Das hat immer so einen gewissen Anreiz ausgemacht bei Minecraft, dass man sich die Spitzhacken neu craften musste. Wenn es wirklich alle war, dann war es halt alle. So. Ist so eine geile Mine zum Farmen. Mit der Spitzhacke! Stirb! Okay. Komm, schnapp Wolle oder sowas. Die haben keine Wolle. Ich glaube, die haben gar keine Wolle. Ich dachte vielleicht, dass einige vielleicht nur keine Wolle haben, aber ich glaube, die haben gar keine Wolle.